Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Immonant und zwar werde ich einfach ein bisschen reden und das Ganze mit animierten Grafiken unterlegen. Und um den Immonant zu verstehen, fangen wir doch am besten ganz vorne an. Und zwar gab es am Anfang das Gateway Team. Das hat die erste Flashkarte herausgebracht, die mit 3DS-Spielen kompatibel war. Und auch zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos ist das Gateway Team immer noch aktiv. Und damals lief die Gateway nur mit der Firmware 4.5 und es waren damals schon höhere Firmwares draußen. Heutzutage funktioniert die Gateway ja nur mit der Firmware 9.2 und es gibt schon höhere Firmwares. Und damals verlangten die Kunden, genau wie heute, nach dem eShop bzw. nach der Kompatibilität mit dem eShop, dass man sich auch eShop-Spiele kaufen kann, auch wenn man noch auf einer niedrigeren Firmware ist. Und dafür ist dann die Lösung, oder hat Gateway die Lösung, Immonant gefunden. Aber bevor wir verstehen können, was der Immonant ist, müssen wir erstmal wissen, was der NAND ist. Und in diesem Zusammenhang müssen wir einen Blick in den 3DS werfen und da sehen wir dann irgendwann einen Hauptspeicher, ähnlich wie die HDD oder SSD, also die Festplatten in der Computer. Und so wie die Festplatte in der Computer der Hauptspeicher von einem Computer ist, ist der NAND der Hauptspeicher vom 3DS. Und der NAND wird auch mit den Namen SysNAND oder RealNAND für SystemNAND oder Reeller oder RealNAND bezeichnet. Und da wir jetzt wissen, was der NAND ist, können wir uns auch schon mit der Frage beschäftigen, was der Immonant ist. Und zwar kann man von diesem NAND eine Kopie erstellen, sozusagen ein Backup, und die auf der SD-Karte speichern. Und damit hat man sozusagen einen Live-USB-Stick, auf dem das Betriebssystem vom 3DS ist, auf der SD-Karte in dem 3DS oder Micro-SD-Karte im Fall von einem New 3DS. Und damit müssen wir nicht unbedingt auf den NAND zugreifen, sondern wir können dann eben nicht auf den NAND zugreifen, sondern auf die Kopie auf der SD-Karte und die ganzen Zugriffe auf den NAND auf die SD-Karte verweisen. Und dann haben wir die Vorteile, dass bei Updates nur die Kopie auf der SD-Karte geupdatet wird. Also wenn wir uns im Immonant befinden und den dann updaten, dann wird nur die Kopie, das Backup auf der SD-Karte abgedatet und nicht der originale NAND. Und außerdem gibt es bei der Installation von CIA-Dateien, dazu gibt es glaube ich später noch ein anderes Video, also in einer Woche oder so, einfach mehr Sicherheit, denn falls dabei irgendwas schief läuft, kann man einfach die SD-Karte rausnehmen und dann wird der Immonant nicht mehr gestartet. Und damit sind wir auch schon beim Punkt angekommen, wie man einen Immonant aufsetzen kann. Und dafür benötigt man ein Tool, was entweder der Gateway Launcher oder das Immonant 9 Tool sein kann. Der Gateway Launcher ist von der Legalität her ein bisschen fragwürdig, also würde ich persönlich eher das Immonant 9 Tool verwenden oder empfehlen. Und das Ganze funktioniert zum Zeitpunkt dieses Videos nur auf allen Firmwares bis inklusive 9.2. Wenn die Gateway 3DS-Karte auf einer höheren Firmware läuft, wird Immonant wahrscheinlich auf einer höheren Firmware laufen. Und beim Aufsetzen vom Immonant wird sozusagen einfach die Partition auf der SD-Karte, auf die wir zugreifen, also das Dateisystem, auf das wir zugreifen, wo die ganzen Daten sind, also die boot.3dsx, falls wir den Homebrew Launcher verwenden, der Nintendo 3DS-Ordner, vielleicht die Musik, die wir auf der SD-Karte haben. Die Partition, wo das Ganze drauf ist, wird verkleinert, um beim originalen 3DS 1 GB, beim New 3DS 4 GB oder 2 GB, je nachdem. Und dann, also da wird sozusagen einfach ganz vorne bei dem Speicherplatz ein Teil abgeschnitten und dann wird da die Kopie des NANDs reinkopiert. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die SD-Karte bei dem Vorgang formatiert wird. Das heißt, man verliert dabei alle Daten, die auf der SD-Karte waren, weshalb man vorher, also bevor man den Immonant aufsetzt, ein Backup von der SD-Karte machen sollte. Außerdem sollte man bei dem Prozess auch noch gleichzeitig ein Backup von dem Originalspeicher, also vom NAND, erstellen und das auf dem Computer speichern, da es, falls irgendwas schiefgehen sollte, immer viel sicherer ist. Also es ist noch keine letztendliche Lösung, falls was schief geht, aber es vereinfacht einige Dinge. Und ja, wenn wir den Immonant jetzt starten wollen, dann benötigen wir eine Custom Firmware. Also so die gängigsten Firmwares, die den Immonant unterstützen, sind die Gateway-Karte natürlich oder die Firmware von der Gateway, die Cakes-Firmware und der X-Tools. Es gibt noch ein paar andere, aber die sind nicht so wichtig, weil die weniger Features bieten. Und dann kann man eben diese Custom Firmware durch einen Entry Point laden. Also zum Beispiel Home-Menu-Hacks oder Browser-Hacks oder Ocarina of Time-Hacks oder Ninja-Hacks oder MSAT-Hacks für ältere Systeme. Und dann wird eben durch die Custom-Firmware dann der Immonant gestartet. Und besonders geeignet ist das Ganze für Menu-Hacks, weil man damit dann automatisch in den Immonant booten kann und dann einige Schritte weniger machen muss und man eigentlich sozusagen die Konsole so verwenden könnte im Immonant, als ob das der originale NAND wäre. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar kann es jetzt noch sein, dass die beiden, oder es sind jetzt noch die beiden NANDs verlinkt. Das heißt,
die der originale NAND, oder also der Real NAND und der Emu NAND, die greifen beide auf den gleichen Ordner auf der SD-Karte zu, also auf die gleichen Daten. Das heißt, wenn du irgendwas auf der SD-Karte änderst oder wenn du irgendwas änderst, zum Beispiel das Theme oder irgendwelche Spiele installierst oder so, dann kann das auch Auswirkungen auf den anderen NAND haben. Normalerweise ist das kein großes Problem, aber falls du die nicht haben möchtest, musst du die beiden NANDs voneinander trennen, also anlinken. Und das Ganze kann man machen, indem man den System-NAND, also den originalen NAND, formatiert. Und das war es eigentlich auch schon so mit diesem Video. Bei weiteren Fragen bezüglich des Emu-NANDs kannst du dich immer gerne in den Kommentaren an mich wenden. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video.